Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Matthias und ich möchte euch heute den LG 27GP850 genauer vorstellen. Einen Gaming-Monitor mit 27 Zoll Panel, einer QHD-Auflösung und bis zu 180 Hz im Overclocking-Modus. Wie sich das neue Modell aus dem Hause LG geschlagen hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Wie schon im Zeitraffer zu sehen, beinhaltet der Karton ein HDMI-Kabel, ein DisplayPort-Kabel und das USB-Kabel für den Upstream der zwei USB 3.0 Anschlüsse. Dazu kommt noch das Netzteil, die Papiere und die CD mit der Software, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Der Monitor kommt nicht vormontiert, hier müssen zwei Teile zusammengeschraubt werden über zwei Rennenschrauben, total easy, und wird dann einfach nur eingeklippt auf der Rückseite des Panels und hält das Panel auch sicher. Und dann ist er auch schon einsatzbereit. Das neue Modell aus der Ultra G Serie, der 27GP850. Ich denke, die Bilder sprechen für sich und optisch braucht man ja auch nicht viel zu sagen, außer dass die Frischzellen-QLG gelungen ist und der Monitor einen sehr wertigen Eindruck auf dem Schreibtisch hinterlässt. Das schon angesprochene Panel ist ein Nano-IPS mit einer Millisekunde Gray-to-Gray, bietet eine QHD-Auflösung, was heißt 2560x1440 in Pixeln ausgedrückt, ist G-Sync-kompatibel, aber auch AMD FreeSync, soll bis zu, also Standard ist 165 Hz, in der Overclocking-Variante 180 Hz Bildrate ermöglichen. Hier setzt man den Fokus ganz klar aufs Gaming, auch wenn das verbaute IPS-Panel sich auch für Bildbearbeitung oder Videobearbeitung eignet, wie unsere späteren Messungen unter Beweis stellen. Neben der Verarbeitung und Optik interessiert uns natürlich auch die technische Ausstattung, ob das, was LG verspricht, auch wirklich eingehalten wird. Dafür haben wir unser Messequipment wie das X-Rite oder das LeoBotNatur wieder bemüht und präsentieren euch jetzt mal die Ergebnisse. Bei der Ausleuchtung verspricht LG auf dem Datenblatt maximale 400 Nits. Die haben wir auch fast erreicht bzw. übertroffen in dem HDR-Test, sodass hier die 400 Nits zur Verfügung stehen und auch für helle Umgebungen völlig ausreichen. Die Ausleuchtung ist auch recht homogen, auch wenn es im unteren Bereich bis zu 10% Abweichung gibt, fällt das im Alltag kaum auf und mit dem bloßen Auge wirklich schwer zu erkennen. Dazu kommt eine hohe Farbtreue, wie für ein IPS-Panel üblich, wie unsere Delta-E-Messungen zeigen. Aber auch der sRGB-Bereich wird deutlich drüber abgedeckt und ermöglicht so neben dem reinen Gaming halt auch die einfache Bildbearbeitung oder Videobearbeitung dank der guten Farbabdeckung. Bei seiner Kernkompetenz, dem Gaming, überrascht der Monitor mit hervorragenden Werten. So konnten wir eine Black-to-White-Input-Verzögerung auf dem HDMI-Port von 1,2 Millisekunden messen, was der absolute Topwert bei uns in der Redaktion momentan darstellt. Dazu kommt ein nicht vorhandenes bzw. nicht sichtbares Ghosting über die UFO-Test-Webseite, sodass Schlierenbildungen bei schnellen Bewegungen und so überhaupt nicht auffallen bzw. nicht da sind. Schwer mit der Kamera einzufangen, aber es sind wirklich keine vorhanden. Dazu gesellt sich die G-Sync bzw. FreeSync-Kompatibilität, welche das Tearing bzw. das Bildzerreißen unterbindet
und sich somit der Monitor mit jeder aktuell am Markt verfügbaren Grafikkarte einsetzen lässt. Mit seinen 165 Hertz oder maximal 180 Hertz ist er nicht das schnellste Modell am Markt, aber in Verbindung mit der QHD-Auflösung und den 27 Zoll Panel eine gelungene Kombination für aktuelle Shooter, stellt die Grafikkarte nicht vor zu große Herausforderungen, das Bild ist aber trotzdem gut scharf. Und mir persönlich sagt diese Kombination besser zu, als wenn man zum Beispiel eine Full-HD-Auflösung mit 27 Zoll kombiniert. Aber nicht nur die Optik bzw. das Gehäuse hat eine Frischzellenkur erfahren. So hat LG jetzt die Menüoberfläche komplett neu gemacht bzw. ein bisschen mehr in den Gaming-Sektor gepackt. Ähnlich wie das TV-Line-Up, das neue vorgestellte, ist die Oberfläche ein bisschen verspielter, bietet leichte Überblendeffekte, wirkt aber irgendwie erwachsener und sieht auch deutlich besser aus. Gleiches gilt für die Software, wo man, wie bei MSI man das ja kennt, die ganzen Bildparameter auch direkt in der Windows-Oberfläche einstellen kann mit Maus und Tastatur, ohne das Menü selbst am Monitor bemühen zu müssen. Aber auch die von LG bekannte Splitscreen-Funktion ist wieder vorhanden, wo man halt die verschiedenen Eingänge verschieden aufteilen kann auf dem Bildschirm, wenn man sie parallel anzeigen lassen möchte. Wobei es bei dieser Auflösung und bei dieser Größe eher als nettes Gimmick zu verstehen ist. Abschließend kann ich festhalten, der neue LG 27GP850 überzeugt optisch. Das aufgefrischte Gewand gefällt, sieht stylisch aus und wirkt auch wertiger als die Vorgängermodelle. Gleiches gilt für die neue Menüoberfläche, die mir optisch besser gefällt. Auch wenn sie nichts Neues mitbringt, ist sie halt wirklich schicker anzusehen und auch intuitiv zu bedienen. Technisch bringt der LG nicht so viel Neues mit, aber das, was er mitbringt, macht er wirklich sehr gut. Hier ist klar das geringe Input-Lag und das nicht vorhandene Ghosting hervorzuheben. Auch ist das Panel für einfache Bildbearbeitung und Videobearbeitung denkbar. Das unterstreicht die gute Farbtreue, die passende Auflösung zur Größe des Panels und somit ist der Einsatzbereich recht flexibel gehalten. Wer jetzt alles in Detail nochmal nachlesen möchte, dem würde ich unseren Bericht auf unserer Webseite empfehlen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Zeit zu wünschen. Ich hoffe, ihr lasst uns ein Abo da und einen Daumen nach oben für dieses Video oder halt Kritik, wenn sie angemessen ist. Und verabschiede mich in diesem Sinne. Macht's gut.